Es war einmal in einem fernen, fernen Land, wo die Sonne zuerst aufgeht und die Luft nach Lotusblüten duftet. Ins alte China entführt uns das Echo-Festival diesmal. Ins Land der wunderschönen Turandot. Die soll heiraten, will aber absolut nicht. Deshalb stellt sie ihren Freiern unlösbare Rätsel und lässt sie dann kurzerhand köpfen. Aber natürlich gibt's da den tapferen Fremden, der es trotzdem probiert. Nenne mir der Säulenzweig, die oben eine buschbewachsene Festung tragen. Na dann. Tod oder Turandot. Oh. Blitz und Donner, barocker Bühnenzauber, hier ist alles handgemacht. Das Geheimnis des Festivalerfolgs, es steckt im Bauch des Theaters. 12 segensreiche Geister sorgen hier dafür, dass es stürmt, gewittert oder ein Tisch aus der Versenkung fährt. Ein Knochenjob. Der hat auf jeden Fall eine gute Ausdauer, ne? Ja. Ich muss mich mit meinem ganzen Körpergewicht auf den Wellbaum stützen, weil sollte ein Schauspieler fehlerhafterweise trotzdem nochmal drauf treten, wenn wir ihn triggert haben, dann würde der einfach abstürzen, wenn ich nicht da wäre. Naja, eben Theater unplugged. Das macht ja den Reiz aus. Die Karten sind meist schon nach wenigen Wochen ausverkauft an Gäste aus Berlin, New York oder Tokio. Alles Barockfans. Sie wollen auch das barocke Theater erleben. Das ist bei uns eine zeitliche Vorgabe. Aber wir sind auch nicht von der strengsten Observanz. Deshalb gibt es auch durchaus aktuelle, moderne, zeitgenössische Bezüge mit Augenzwinkern. Und so wird aus Turandot auch flugs eine moderne Kämpferin. Zu erleben noch bis 26. August auf Schloss Friedenstein.